Hallo, grüß euch, der Chris vom Method Feeder Team. Heute bin ich nicht allein unterwegs, heute ist der Alf auch dabei. Grüß euch. Ja. Wir sind heute an der Salzach unterwegs, vom Salzburger Sportfischereiverein. Da werden wir heute, also eigentlich haben wir drei Aufgaben heute, dass wir mal schauen, ob es eine Veränderung gegeben hat über den Winter, ob irgendwas sich am Gewässer verändert hat. Das, was für uns wichtig ist als Bewirtschafter. Die zweite Sache ist natürlich, dass wir die Fischer kontrollieren oder beziehungsweise schauen, wer da ist und fischt. Und die dritte, eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe, ist auch, und zwar geht es um einen Fischotter. Also wir müssen, oder wir schauen jetzt, ob wir Spuren finden vom Fischotter, beziehungsweise eine Losung für ihn, also einen Code. Und das müssen wir dokumentieren, beziehungsweise einen Code sammeln, für die Statistik, fürs Land und auch für uns als Verein, ganz wichtig als Bewirtschafter, weil natürlich eine große Population vom Otter uns oder uns schädigt, einfach was den Fischbestand betrifft. Und da haben wir jetzt, wenn man da hinter uns, sieht man gerade die untere Alchten, wo wir schon einen Fischotter haben, zu einer großen Population. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da irgendwas dokumentieren können, beziehungsweise ob wir was finden. Leider sind die letzten Tage oder die letzten Wochen so gewesen, dass die sibirische Kälte uns fest im Griff gehabt hat. Das heißt, es sind sogar die Fließgewässer zum Teil zugefroren. Die stehenden Gewässer, also unsere Seen, die sind komplett zu, also da ist Fischen total unmöglich. Und natürlich, leider ist Fiedern nicht möglich. Alf, was sagst du dazu? Fiedern ist wirklich unmöglich, ja. Ja, wir können eigentlich jetzt nur ausweichen auf die Fließgewässer. Und nachdem wir eh alle Allroundfischer sind oder aus der Allroundfischerei kommen, gehen wir halt ein wenig blinkern. Wir probieren es. Genau. Und zusätzlich haben wir halt noch ein paar andere Aufgaben, die wir sozusagen nachher noch schauen, dass wir die noch erledigen können. Man sieht jetzt da die Mündung von der Alchten in die Salzach. Das ist Revier 1, die Salzach. Und ist natürlich ein super Gewässer oder zumindest ein super Revier da. Und wenn wir schauen, vielleicht tut sich vorhin technisch schon was. Naja, ich würde sagen, dann bis nachher. So, wir sind jetzt da bei der Mündung von der Alchten. Und wie man sieht, das ist eine Top-Stelle. Also wenn man das so sieht, wo da die Mündung eben ist. Das ist echt eine Top-Stelle da. Also für jeden Fließgewässerfischer, Fliegenfischer oder wenn ich da Spinnen oder so auch Stoppi fischen oder zum Beispiel Grundfischen geht da perfekt. Also das ist wirklich ein Top-Stell da. Also die Fischerei ist da erlaubt von 1. März bis 31. Dezember. Natürlich sind die gesetzlichen Schonzeiten einzuhalten. Man kann von 5 Uhr früh bis 23 Uhr Abend fischen, sogar mit zwei Stangen. Also man kann auch, wenn für Grundfischer, die im Fließgewässer grundfischen, die können sogar zwei Stangen verwenden. Und somit ist man sehr flexibel und kann wirklich das Gewässer top ausnutzen, was die Fischerei betrifft. Es ist heute natürlich von den Temperaturen noch relativ kalt, beziehungsweise das Wasser ist noch wirklich sehr kalt. Wir haben in den letzten Tagen, also gestern eigentlich, haben wir noch knapp minus 10 Grad gehabt. Heute haben wir plus 5, plus 7 Grad. Aber das Wasser ist natürlich sehr kalt. Und ich gehe mal davon aus, dass die Forellen auch noch alle ziemlich langsam unterwegs sind. Und die Aussichten natürlich sind heute nicht so rosig. Aber das wird es in den nächsten Tagen, wenn das Wetter wärmer wird, sicher geben.
Also daran sieht man da, wie, welche Wasserqualität da die Salzach hat, die sehr gut ist. Wenn man das anschaut, die ganzen Fliegenlarven, was da sind, und alle sind bewohnt. Also das ist jetzt der ganze Bereich, der da so ist, der ist komplett voll. Das ist jetzt ein Blick von Oberndorf Richtung Stadt Salzburg. Also man hat da richtige Natur noch. Und das ist jetzt der Blick Richtung Laufen, also das ist die Oberndorfer Laufener Brücke davon. Es ist so, dass in der Salzach auch zum Teil Friedfische sind. Das heißt also, durch die Überschwemmungen werden da ganz genauso Karpfen, Weißfisch, werden auch in die Salzach sozusagen mit übers Hochwasser mit eintragen. Und ja, zuerst habe ich davon gesprochen, dass wir eventuell schauen, ob es irgendwelche Otterschäden gibt. Und jetzt leider, so wie es ausschaut, haben wir, glaube ich, was gefunden sogar. Und das noch nicht einmal 10 Minuten. Schauen wir uns das einmal an. Und zwar liegt da ein Karpfen, der in dem Bereich, wo normalerweise der Otter sozusagen die Innereien ausfrisst und den ganzen Fisch nachher liegen lässt, schaut eigentlich genauso aus, wie wenn das ein Otter war oder gewesen ist. Also man sieht, der ganze Fisch ist relativ frisch, aber in dem Bereich, wo der Otter normalerweise die Innereien ausfrisst, fällt das Stickerl da. Und ich kann das jetzt eigentlich gar kein anderen Tier zuschreiben, außer ein Otter. Das, ja. Also da, wie gesagt, der Fisch ist nicht alt. Also aus meiner Sicht ein eindeutiger Beweis für einen Otterbefall. Oder zumindest, dass der dann der Otter gerissen hat. Ganz super klasse Stelle eigentlich auch. Da ist jetzt, also wir stehen da jetzt auf einer Schulerbank und das ist jetzt ein Auszugriff. Also da im drüberen Bereich, da ist tief, also da drüben praktisch. Und da haben wir den flacheren Bereich. Das heißt, wenn man jetzt da rausschmeißt, zieht man praktisch vom Tiefen ins Flache rein. Das heißt also, man kommt direkt am Grund, kann man den Köder mit einer bewegen. Und schauen wir mal, vielleicht geht da ein bisschen was.
Und jetzt ist mir was eingestiegen. Richtig was Schönes. Meine ich mal da. Ich würde sagen, ein schönes Petri war das. Petri? Haben wir richtig einen schönen Hecht? Ja. 75er hat er. Ein richtig schöner, dicker Hecht. Ja. So kann es gehen. Petri? Hat die Schonzeit und darf natürlich wieder zurück. Ans Wasser. Das Wichtigste ist, wer nicht am Wasser ist, kann keine Fische nicht fangen. Und selbst mit einem kleinen 4 cm oder 5 cm kleinen Wobbler können da solche Fänge passieren. Und die Salzsache ist generell für jede Überraschung gut. Es sind so viele Fische drinnen, die zum Teil von den Nebengewässern durch die Hochwasser mit eingeschwappt sind. Und wie man sieht, Riesenforellen jetzt gewesen noch. Anscheinend ist der Wobbler sehr fängig. Ja. Ich zeige euch jetzt gleich vielleicht nochmal. Der ist. Gut. Also die Gräs hat er im Regenbogenforellendekor. Und der hat mir eben zuerst auch den Hecht gebracht. Also wir haben jetzt da wieder so ein Stöhl, wo da die Schulterbank reingeht und sozusagen drüben, also die Außenkurven drüben, ist dann das tiefe Wasser und auch die Strömung da. Und da sieht man genau da draußen die Kanten. Und ideale Stöhe jetzt einmal für Fliegenfische, man sieht sie, da unten ist einer der Fliegenfisch da. Ideal zum Aussiewarten und an die Strömungskanten zum Ablegen. Oder eben natürlich für Spinnfische ein super Stöhe, weil man kann, wenn man bei uns im Revier, kennt ihr auch aussiewarten, das heißt, die könnt ihr mit den Wattstiefeln rausgehen. Für Spinnfische genauso wie für Fliegenfische Top-Revier. Und so wie man sieht, also wie wir heute gesehen haben, eigentlich jede Art von Fisch ist drinnen. Und jetzt habe ich gerade einen Nachläufer gehabt, das war Forellen. Also, wunderschöner Fisch auch. Ich glaube, wir werden heute nur irgendwas anderes präsentieren können. Schauen wir mal. So, wir werden es jetzt lassen. Jetzt hat das Wetter wieder umgeschlagen. Jetzt ist es bewölkt wieder. Hat sicher um etliche Grad angekühlt. Der Wind ist auch noch aufgekommen. Jetzt wird es wirklich echt. Ich weiß es wieder richtig gescheit. Richtig gut. Ja. Fazit ist, ja, ein richtig guter Hecht. Einen schönen Nachlauf habe ich gehabt und ein Fisch ist vorgegangen bei dir, Alf. Ich habe zwei Nachläufer gehabt, aber habe leider nichts verwandeln können. Ja. Also für die Temperaturen, was wir jetzt haben, oder für die Jahreszeit, wir haben Anfang März, nach der sibirischen Kälte, ist das ein super Ergebnis. Das brauchen wir gar nicht reden. Ja. Ja. Also mit dem hätten wir auch nicht gerechnet. Ja, nein, hätten wir nicht gerechnet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt heim und wärmen uns auf. Und bis zum nächsten Mal. Petri. Petri. Für euch. Ciao.